Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen zu diesem Schneemanöver. Ja, wir fahren heute mit der Baureihe 218 auf der Strecke Hausach-Villingen und ja, wie du schon sehen kannst, ist es das ältere Farbkleid der Baureihe 218, nämlich in blau-beiger Lackierung und hinten dran haben wir ja ein paar Flachwagen mit Rungen und diese sind beladen mit Holzstämmen. Unsere Fahrt führt uns heute Richtung Donaueschingen. Die Ausfahrt wurde hier auch schon erteilt. Und wir setzen uns an der Stelle direkt in unsere fertig aufgerüstete Baureihe 218 hinein und fahren mit ihr ab. Die Bremsen werden gelöst und der Zug beginnt seine Fahrt Richtung Donaueschingen. Ja, abgeschaltet ist heute mal wieder die SIFA, PZB in der Zugart M. Der 75er Leuchtmelder leuchtet schon und wir schalten nach und nach die Leistung auf. Eine Fahrstufe nach der anderen. Hier unten sehen wir auch, wie sich die Umdrehungen pro Minute erhöhen. Ja, eigentlich sollte das heutige Szenario oder der heutige Güterzug in der Langsamgangstellung gefahren werden. Ich habe mich darauf berufen, dass wir uns doch den Schnellgang schnappen, einfach weil wir mit dem theoretisch die Möglichkeit hätten, den Zug auf bis zu 140 km zu beschleunigen. Im Langsamgang hätten wir maximal die Möglichkeit, 100 km pro Stunde zu fahren. Da aber der heutige Fahrplan eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde vorsieht, habe ich einfach mal gesagt, gut, wir schnappen uns den Schnellgang, denn mit dem Schnellgang können wir die 120 km pro Stunde überhaupt erst ausfahren. Ich denke mal auch nicht, dass sich die heutige Steigung hier auf der Strecke ja, für uns als Problem ergeben wird. Dafür sollte die 218er genug Leistung zur Verfügung haben, um diesen, naja, doch recht kurzen Güterzug die Steigung hinaufzuziehen. Und ja, Zuglänge heute roundabout 500 Meter. Was das Gewicht vom Zug angeht, weiß ich jetzt gar nicht, was wir auf die Waage bringen. Aber das sollte alles so ausgeklügelt sein, dass man halt mit dem Zug die Steilstrecken hinaufkommt. So, ich glaube mit Shift-Steuerung 9 oder so konnte man irgendwo eine Informationsabfrage machen. Scheinbar nicht. Der Zugzielanzeiger habe ich jetzt nicht. PZB-Hilfesystem brauchen wir nicht. Mit der PZB kennen wir uns schon aus. Ah, hier genau. Mit Steuerung 9. Gefahrene Kilometer 0, Bremsstellung P, Zuglänge 146 Meter. 146 Meter nur? Okay. Ach so, Zuggewicht, genau. Das Zuggewicht lag bei roundabout 450 Tonnen. Oder, naja, um es genau zu machen, 480. Und Zuglänge bei 150 Meter. So, stark beschleunigen. Wir sind aus dem Bahnhofsbereich raus. Und wir dürfen mit 120 km pro Stunde auf diesem Streckenabschnitt fahren. Ja, der Scheibenwischer ist auch schon eingeschaltet. Es schneit heute wie verrückt. Und die Sichtweite ist auch nicht gerade so pralle. Aber es reicht für uns aus. Wir können alles das erkennen, was wir erkennen müssen. So, da oben schwebt irgendeine Langsamfahrtafel. Auch ungewöhnlich. Na gut. Wobei ja gesagt wurde, hier soll auch gleich eine Langsamfahrstelle kommen. Die würde wahrscheinlich gleich... Ja, wobei, wenn die jetzt eigentlich angedacht war, für die LF-Tafel... Ne, hier vorne kommt noch eine. Okay. Na gut, dann... Wunderbar. Geschwindigkeitsprüfung hat ihre Arbeit auch erledigt. Dann bleiben wir bei 70. Ja, das Schöne an dieser Geschwindigkeitsprüfung ist einfach, wenn wir die Zielgeschwindigkeit oder die Prüfgeschwindigkeit schon so weit unterschritten haben, dass dann keine Beeinflussung mehr ausgelöst wird. Anfang der Baustelle. Der Gegenzug, Windnummer 51. Ja, die bauen hier am Bahnübergang, wie es scheint, ne? Oh,
Oh, der Gegenzug ist aber lang. So, dann können wir wieder beschleunigen. Ich glaube, 80 war gesagt, ne? Ne, 90 sogar. Auf 90. 37,2. Und dann kommen hier vorne gleich wieder die nächsten Langsamfahrtafeln. Oder die Langsamfahrtafel. Zumindest auf unserem Gleis. 80 soll gefahren werden. Das Ganze wird natürlich quittiert. Und dann bleiben wir auch bei unseren 80. Da lohnt es sich nicht, jetzt nur auf die 90 zu beschleunigen. Aber man merkt schon, im oberen Geschwindigkeitsbereich, da fehlt dann die Leistung. Ja, vielleicht wären wir mit dem langsamen Gang wirklich besser dran gewesen, aber wir werden es schon noch sehen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir mit dem Schnellgang bessere Chancen haben. So, die 80. Wir können uns auch mal ganz kurz anschauen, wo uns der heutige Streckenverlauf entlang führt. Dazu springen wir einmal in die Übersichtsansicht. Genau, hier ist unser Spielerzug. Unsere Fahrt begann hier in Hausach, führt uns ja einmal über die klassische Schwarzwaldbahn mit ihren vielen Kreiskehrtunneln sind es nicht, aber mit ihren vielen Kehrtunneln über St. Georgen nach Villingen. In Villingen in der Zugbildung sollen wir dann noch anhalten, wie ich es gerade sehe. Und dann last but not least bis nach Donaueschingen hier unten, wo wir den Zug auf Gleis 5 in die Ab- oder in die Bereitstellung fahren. So, die 80 ziehen sich weiterhin durch. Ja, so viel schnell oder so viel schneller können wir hier auch gar nicht fahren. Die Höchstgeschwindigkeit ist hier einfach auch durch die Strecke vorgegeben. Zug ist noch nicht mal in Sichtweite, so stark ist der Schnee heute, der hier herabfällt. Und da kommt sie, ganz tapfer. Und das hört man ihr auch an. Die hat heute richtig viel zu leisten, die 218er. So, das erste Vorsignal. Ja, also im eigentlichen Steigungsabschnitt. Und hier drüben nochmal ganz kurz eingeblendet die Umschaltmöglichkeit für Langsamgang und Schnellgang. Und daneben nochmal die Bremsstellung. Also oben ist schnell, unten langsam. Brauchen noch ein bisschen mehr Leistung. Zwei Hornvarianten, cool. So, die 70 sind quittiert. Wir schalten einfach die Leistung ein bisschen runter und lassen den Zug ausrollen. So, wir müssen auch rechtzeitig hier hochschalten, weil die Lokomotive, naja, die hat so die Eigenschaft, dass die halt mit ihrer Geschwindigkeit oder dass die tatsächliche Leistung erst dann auch das Fahrzeug überträgt, wenn man wirklich einige Sekündchen gewartet hat. So, Grund für meinen Hupen gerade eben jetzt, die Person, die so relativ nah am Gleis stand. Das gefällt mir gar nicht. Ja, wir müssen doch mal bremsen. So, und jetzt wieder Leistung hochschalten. Okay, da haben wir gerade runtergeschalten. Und dann geht es jetzt wieder hoch, okay. Okay.
65 haben wir gerade auf dem Tacho. So, eine richtige Veränderung sieht man noch nicht in der Geschwindigkeit. Müssen wir noch zwei Stufen hochgehen. Aber wir sollten schon zusehen, dass wir mit dem Güterzug jetzt hier nicht noch unnötig die anderen Personenzüge ausbremsen, die ja auch auf der Schwarzwaldbahn unterwegs sind. Das Maximum, sehe ich gerade, liegt bei 1850 Umdrehungen die Minute. Boah. Ich denke mal, mit der Leistungsstufe 13 sind wir relativ gut bedient, was die Zugkraft angeht, damit wir die Geschwindigkeit einfach nur halten können. Das klappt doch wunderbar. Na, die Lokomotive beschleunigt zwar immer noch. Gehen wir mal auf die 12. Auch da beschleunigt die Lokomotive noch. Da haben wir jetzt ungefähr, naja, 1350 Umdrehungen, würde ich mal sagen. Ne? Ach, schade, jetzt habe ich nicht gesehen, was da entgegenkam. Captrain, demzufolge sicherlich eine 185. Na komm, zeig dich mir. Das ging jetzt zu schnell. Aber ich tippe sehr, sehr stark auf die 185er. Und auch hier wieder Freifahrt. So, mal kurz das Fenster aufgemacht. Dann hört man auch den Motor ein bisschen besser. Und dann stecken wir unseren Kopf mal zum Fenster hinaus. Natürlich nur mit Mütze und Skibrille. Nicht, damit wir den Schnee ins Auge bekommen. Ja, aber wirklich, bei dem Wetter machst du eigentlich das Fenster nicht auf. Da friert er ja der Zinken im Gesicht ab. Die Nase ganz rot und dann ganz schnell ganz blau. Irgendwann wird sie taub und dann fällt sie ab. Nee, ich denke mal, eine Erkältung fängt man sich damit auf jeden Fall ein, wenn man das länger macht als ein paar Sekunden. Das kann ganz schnell gehen. Gerade bei Personen, die, naja, ich sag mal, relativ anfällig sind für sowas. Da ist es nicht so gut, mit offenem Fenster durch die Winterlandschaft zu fahren. Ich persönlich vermisse auch so ein bisschen diesen, naja, ziemlich starken Schneefall, was die Realität angeht. Klar, in vielen Teilen Bayerns, in der Schweiz und so weiter, da lag wirklich kräftig der Schnee. Aber was so die Region, naja, ich sag mal, oberhalb Bayerns so, Richtung Thüringen, Hessen, Sachsen, Berlin, Brandenburg, dann auf der linken Seite drüben, wenn man jetzt mal Deutschland geografisch bisschen falsch betrachtet, aber einfach auf der linken Seite, sage ich jetzt mal, Deutschlands, also im Nordwesten, sprich Nordrhein-Westfalen, oben im Norden, Kiel, die Region, Hamburg, dort wird es ja auch kaum Schnee gegeben haben, der wirklich liegen geblieben ist. Einfach nochmal so ein bisschen, ja, eine winterliche Stimmung, gerade an Weihnachten, finde ich immer sehr schön, aber damit wurden wir dieses Jahr, ja, leider nicht beehrt. Fakt ist halt wirklich, dass die Temperaturen über die letzten Jahre, jetzt mal bezogen auf einen Zeitraum von 20 Jahren, wirklich in Deutschland zumindest immer und immer weiter angestiegen sind. Und das kostet uns halt, ja, die schöne Winterwunderlandschaft. Das ging ja einige Jahre immer mal wieder mit Schnee, sag ich jetzt mal, los. Das hat sich halt wirklich so, ja, über, ich sag mal, 5 Jahre so, da waren so in den letzten 20 Jahren immer mal 2 Jahre dabei, wo du halt Schnee hattest. Also grob gesagt 40% der Jahre waren mit wirklich schönem Schnee. In Mittel- und, ja, ich sag mal, Oberdeutschland. Der Rest ging dann wirklich mehr oder weniger leer aus. Das redet dann jetzt schon wirklich von Schnee, der ein paar Zentimeter hoch liegt. Jetzt nicht ein paar Schneeflöckchen, die halt auf die Erde gekommen sind.
Das haben wir, denke ich mal, in ja, eigentlich ganz Deutschland gehabt. Aber so richtig, ein richtiger Winter, der war es schon lange nicht mehr. Da sind wir ein bisschen zu schnell. Was mir gerade auffällt, können wir mal ganz kurz drauf eingehen. Wir haben hier immer so diese Aushöhlungen, Ausbuchtungen. Das ist einerseits deswegen in diesen Tunnel drin, damit man eben, wenn man sich zum Beispiel als Arbeiter in diesem Tunnel befindet, man im Notfall noch in eine dieser Buchten reinschlüpfen kann und ja, sich quasi nicht irgendwie hier unten in den Gleisrand reinwerfen muss, also sprich ins Schotterbett. Und so halt noch einigermaßen gut wegkommt. Es gibt halt auch manchmal Tunnel, die sind wirklich so eng und eben auch leider nicht mit diesen Notbuchten versehen, dass man dann keine andere Möglichkeit hat, als A, entweder sich hier unten, sage ich jetzt mal, neben das Gleis zu schmeißen. Das ist aber wirklich im absoluten Notfall. Im Normalfall, gerade wenn man dann auf der Lokomotive als Lokführer, sprich Triebfahrzeugführer unterwegs ist, hat man dann eigentlich das Gegengleis zu sperren, das Ganze bei der Fahrdienstleitung zu melden und ja, eben kein Risiko einzugehen. Manchmal gibt es halt Fälle, wo all das nicht geht und dann musst du dich eben ja, meinetwegen hier unten, sag ich jetzt mal, reinschmeißen, wenn es halt diese Notausführungen nicht gibt. Oder gerade wenn du mit deinem eigenen Zug liegen geblieben bist in so einem Tunnel, hast du immer die Möglichkeit, zur ja, nicht befahrenen Seite hin auszusteigen, sprich in unserem Fall jetzt nach rechts, weil auf der anderen Seite ist das Gegengleis und wie man sieht, kommen da Gegenzüge entgegen. Und dann läufst du halt meinetwegen auf dem Gleis, ja, wo dein eigener Zug steht, der auch gesichert ist, in Richtung nächster Bahnhof oder dorthin, wo du halt Funk hast. Je nachdem, um was es geht. Oh, wir sind viel zu schnell. Gar nicht gut, gar nicht gut. Die Bremse mal ziemlich stark angezogen. Scheinbar auch gleich wieder gelöst. Wir brauchen neue Zugkraft. 70 dürfen wir hier nur fahren. Komplett jetzt hier im Quasseln die Geschwindigkeit vergessen. Das darf nicht geschehen. Das ist wirklich gefährlich. Ich bin halt so von den ganzen anderen Lokomotiven die AFB gewöhnt, dass ich jetzt gar nicht drauf geachtet habe, wie schnell wir fahren. Ich dachte halt, ja, wir haben eine relativ gute Drehzahl eingestellt und solange die Steigung auch gleich bleibt, ist das kein Problem. Aber wenn es irgendwo mal flacher wird, dann nimmt natürlich der Zug an Geschwindigkeit auf. Aber 70 dürfen wir nur fahren, mehr nicht. 33 Kilometer bis nach Villingen in die Zugbildung. Das Coole ist ja auch, wenn wir mit der Kamera nach vorne springen, um die einfach mal am Streckenrand zu platzieren. Wir springen wirklich so weit mit der Kamera voraus, dass wir den Zug weder hören noch sehen können. Mensch, da ist sogar mir kalt bei diesen schaurigen Temperaturen. Eiskalt hier. Liegt aber in dem Fall nicht am Szenario, sondern daran, dass ich hier wirklich gerade nur eine Raumtemperatur von ungefähr 15 oder 16 Grad habe. Einfach weil die Heizung schon wieder ausgefallen ist. Aber das ist auch so ein Problem, das bekommt man hier im Haus scheinbar nicht so richtig in den Griff. Na gut. Geschwindigkeit geht wieder runter, wir haben Leistung auch entsprechend abgeschaltet. Drehen wir sie wieder hoch. Und fordern wieder ein bisschen was von der Lokomotive. Manch einer hat sich vielleicht auch gefragt, was hier vorne dieses ja, Dreieck ist. Das ist einfach nur eine Ausströmungs... Ja, wie nennt man das? Ein Ausströmungsaufsatz, sag ich mal, für die Luft. Sprich, dort kann man die Scheiben durchbeheizen. Da wird halt einfach warme Luft an die Scheibe gepustet.
Mit anderen Worten, die gewöhnliche Heizung. Und dann einmal 60 lauter LF6-Tafel mit der Kennziffer 6. So, ein langer Tunnel. Das bedeutet für uns, wir können auch mal den Scheibenwischer ausstellen. Und dann kommt auch gleich der Bahnhof Triberg, ne? Erstmal ein paar Weichen. Na, da geht die Geschwindigkeit direkt wieder hoch. Du wusstest doch. Wir schalten die Geschwindigkeit runter. Oder die Leistung können wir jetzt zumindest beeinflussen. Die Geschwindigkeit selber indirekt. Eine 6. So, dann gucken wir uns hier mal die schöne Dampflokomotive an. Baureihe 50, Lokomotive 245. Was ein schönes Dampfrohr, oder? Deutsche Bundesbahn. Gewicht Lokomotive 140 Tonnen. Ja, das Gewicht hat man auch gebraucht, um auf so einer Strecke hier den Bahnsprung standzuhalten. Gerade bei schweren Güterzügen. Die Dampflokomotiven, die Güterzüge gezogen haben, erkennst du meistens daran, dass sie eben relativ kleine Achsdurchmesser haben und dafür halt viele hintereinander. Somit konnte man die Zugkräfte besser auf die Schiene übertragen und in der Regel hatten die Güterzuglokomotiven auch ein höheres Gewicht als die Dampflokomotiven, die eben für Personenzüge vorgesehen waren. Ja, und Personenzug-Dampflokomotiven natürlich auch teilweise noch daran, wenn sie eben stromlinienförmig verkleidet sind, so wie ja, die Baureihe 10 zum Beispiel, aber auch die Baureihe 05. Da gibt es ja wirklich eine komplett stromlinienförmige Verkleidung. Das Ding sieht immer so aus wie so eine, naja, gepanzerte Lokomotive. Das ist aber tatsächlich nicht der Hintergrund. Sondern es geht halt darum, dass man wirklich eine möglichst ja, gute Aerodynamik bei dem Fahrzeug erzielt. So, 70 darf gefahren werden, also 10 km pro Stunde mehr. Hier haben wir eine echt coole Mastkonstruktion. Und dann einfach so ein Halbmasten sich geschnappt und hier angeschraubt. Na gut, hier im Video fliegt er jetzt mal. Ja, wir stellen mir den Dampfbetrieb hier auf der Schwarzwaldbahn ziemlich cool vor. Gerade mit Güterzügen. Ach, und wenn wir schon mal bei der Baureihe 5 gerade eben waren, wie gesagt, diese Verkleidung ist halt dazu da, um die Lokomotive möglichst gut durch den Fahrtwind zu schieben oder anzutreiben, sodass halt nicht allzu viel Widerstand entsteht. Eine Panzerung gab es aber tatsächlich auch. Das sind dann aber hauptsächlich Lokomotiven gewesen, die eben im Kriegsdienst eingesetzt wurden. Dafür gab es auch dann in der Baureihe, ich will nicht lügen, 52, dächtig war das. 50 oder 52 oder 51. Eine dieser drei Lokomotiven, ich tippe jetzt mal, stand auf die 52. Da gab es sogar sogenannte Übergangskriegslokomotiven, die sehr rudimentär ausgerüstet waren. Die waren dann auch teilweise im Dienste der Wehrmacht unterwegs. Und da gab es teilweise wirklich Lokomotiven, die gepanzert waren. Jetzt bei der Wehrmacht. Das war halt in... Ja, was waren das für Zeiten? Also ich denke mal 30er, 40er Jahre so. Wobei der eigentliche Krieg, der ging ja nur der Zweite Weltkrieg bis 1945. Hat sie dann zumindest in Europa geendet. Darüber hinaus waren ja die Konflikte in, ja, in Fernost, also sprich Japan und die USA, die hatten ja, soweit ich da weiß, noch Zwistigkeiten, die zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz gelöst waren.
unter anderem halt auch die Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima abgeworfen wurden, wo wirklich viel Leid verstreut wurde. Einfach weil das einfach die radioaktive Strahlung, die ist ja auch nicht von einem Tag auf den anderen weg. Das ist so ein bisschen, naja, vergleichbar mit einem Unfall im Kernkraftwerk. Wobei halt in dem Fall jetzt ein wesentlich größeres Ausmaß an Schaden entstand. Ja, aber wirklich bei der Wehrmacht, da gab es dann entsprechend gepanzerte Fahrzeuge. In der Eisenbahngeschichte gab es auch sogenannte Schienenpanzer. Das sind Fahrzeuge, die, ja, wie es der Name eigentlich schon sagt, das sind Panzer auf Schienen. In anderen Worten kannst du das so vorstellen wie einen normalen Panzer, wo man halt statt der Ketten Eisenbahnräder dran montiert hat. Davon mal zwei Stück und obendrauf einen Geschützturm und damit sind dann die Fahrzeuge, ja, über die Schienen gefahren. Das wurde aber, ich dachte, hauptsächlich im Gebiet der Sowjetunion angewandt. Da gibt es sogar einen Film dazu, ich dachte, der heißt Panzerung oder Panzerzug nach Stalingrad. Das ist aber wirklich dann schon für ältere Herrschaften und Damen natürlich auch. Ich glaube, der Film ist ab 18 oder so. Muss man auch nicht unbedingt geguckt haben. Ich persönlich fand ihn jedenfalls nicht schön. Also Liebhaber, die sich mit solchen historischen Zusammenhängen auseinandersetzen, für die ist das vielleicht was. Oder ja, besonders blutrünstige Menschen. Aber ich glaube nicht, dass wir ein allzu starkes Klientel in dieser Branche vertreten. Deshalb rate ich an der Stelle mal nicht unbedingt dazu, diesen Film am meinetwegen Samstag oder Sonntagabend zu schauen. Da gibt es wesentlich schönere Filme, die ich empfehlen kann. Nee, aber das vielleicht so als kleiner historischer Hinweis. Da gibt es auf jeden Fall richtig viel. Ja, zu 218 gibt es auch einiges zu sagen. Die Lokomotive wird im Güterzug als auch im Personenzugdienst eingesetzt. Hauptsächlich mittlerweile eigentlich bei Privatbahnen angekommen, weil die DB hat viele dieser Lokomotiven verkauft und selber nutzte sie auch noch bei der Bahnbaugruppe und hauptsächlich eigentlich im Güterzugdienst. Aus dem Loch hinaus, in den Winter rein. Und wieder rein in den nächsten Tunnel. Nach dem kurzen Ausflug nach draußen. Gut. Okay, ja, es kommt noch ein kurzer Tunnel. Das zieht sich wirklich die ganze Strecke hinüber. Also Tunnel, dann wieder freien Himmel, Tunnel, freien Himmel. Es geht immer so weiter. Aber nur auf dem eigentlichen Steilstreckenabschnitt. Wobei, ich glaube, als Steilstrecke ist er gar nicht mit eingezeichnet im Streckennetz, die Schwarzwaldbahn. Aber die ist knapp davor, um diesen Titel zu erreichen. Nee, auf jeden Fall ein relativ interessanter Fakt noch zur 218. Wir haben in der gesamten 218er-Familie vertreten über insgesamt sechs verschiedene Motorentypen, die verbaut wurden. Diese unterscheiden sich unter anderem in der Anzahl der Zylinder, in der Zugkraft. Da gibt es zum Beispiel 12 Zylinder und 16 Zylindermaschinen. Und die 218er ist ja auch wirklich eine Baureihe, die sich über Jahre lang schon bewährt hat. Ihren Ursprung müsste sie ja haben in der 216. Ich glaube, das müsste... Nee, 215 gibt es auch noch. Also der Bautyp von der Form her, der ist ja schon in anderen Baureihen weit verbreitet. Der zieht sich ja durch 215, 216, 217, 218. Dann gibt es noch ein paar anders nummerierte Varianten von diesem Loktyp. Ich glaube in der 200er-Serie um die 40 rum.
Unter anderem sind solche Lokomotiven, glaube ich, auch auf Sylt gefahren, im Einsatz vom Autozug. Ich glaube, welche, die mit Dampfheizung ausgestattet waren. Also es war sehr unterschiedlich. Aber der eigentliche Prototyp müsste die Lollo gewesen sein. Das war ein Versuchsträger als, ich glaube, V160 war die damals gekennzeichnet. Die wurde dem damaligen Model, der Darstellerin, Gina Lollobrigida hieß die, nachempfunden. Und aufgrund dieser bestimmten Lokomotivkopfform, ja, das hat man halt der Dame damals als Merkmal zugeordnet, um das jetzt mal so zu sagen. So, den Scheibenwischer schalten wir im Tunnel aus. Schließlich wollen wir hier die Scheibe nicht durchkratzen. Nee, aber die 218er Serie, so taufe ich sie jetzt einfach mal, oder V160er Serie, die hat schon wirklich echt eine krasse Geschichte. Da könnte man alleine mit dem Inhalt über diese Lokbaureihe ein ganzes Video füllen. Darüber ein Lokporträt wäre auch mal ganz cool. Einfach mal eine Folge, wo man wirklich nur über das Fahrzeug, über diese Fahrzeugserie spricht, alle Einzelheiten, technischen Merkmale, Sicherungssysteme und so weiter herausgreift, Handhabung bei der Lokomotive, wie wird sie gepflegt, wie sieht es in dem Leben der Lokomotive aus, worin unterscheiden sich die unterschiedlichen Serien. Da gibt es ja so viel, da kann man wirklich Bücher drüber schreiben. Wurden auch schon geschrieben. Was leuchtet denn hier drüben? Heizung und Betrieb. Ja, wahrscheinlich hier für unser Fahrzeug. Aber hinten dran hängt jetzt nichts, was irgendwie eine Heizung gebrauchen könnte. Die Baumstämme hinten, die können ruhig ein bisschen frieren. Würde mich wundern, wenn die beheizt werden. So, schalten wir schon wieder an. Und ready da drüben wieder. Ich sehe auch gerade, die FPS gehen mir so ein bisschen in die Knie. Aber gut. 110 Kilometer pro Stunde. Ich freue mich drauf. Leistung voll aufschalten. In die Fahrstufe 15 geht's hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir die 110 in unserem Schnellgang erreichen. Ich gehe gerade stark davon aus. Die Lokomotive beschleunigt extrem schnell. Und ich glaube, es geht auch schon wieder bergab. Ja, daran liegt es wahrscheinlich. Hätten wir zum Beispiel im Langsamgang gar nicht ausfahren dürfen, die 110. Bei der Langsamgang nur die Geschwindigkeiten bis 100 km pro Stunde vorsieht. So, jetzt ist es wahrscheinlich wieder extrem verlockend, zur Lokbremse zu greifen und damit quasi den Zug bei einer konstanten Geschwindigkeit zu halten. Aber wir müssen sogar noch stärker abbremsen, und zwar auf Halt runter. Und doch nicht. Sind die Wasserplatztaste gedrückt, weil die Möglichkeit, dass der Gleismagnet noch aktiv ist, die besteht immer. Aber in der Regel sind das wirklich nur ein paar Millisekunden, die der, ich sag mal, nachzieht. So stark dürfte das Nachschaltverhalten nicht sein. Und nochmal volle Leistung. VMAX 120 darf ausgefahren werden. Wobei jetzt auch das nächste Vorsignal mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf Gelb stehen wird. Einfach der Tatsache geschuldet, dass der Zug nicht so schnell aus dem Blockabstand raussehen wird. Noch machen wir ein Hauptsignal. Das kann entweder nur Grün oder Rot für uns zeigen, also entweder Weiterfahrt oder keine Weiterfahrt. Außer natürlich jetzt, wenn wir irgendwelche Zusatzanzeigen mit dran haben. LF-Tafeln. ZS-Tafeln, ZS-Signale, so nennen wir es dann, was wir dann ja auch Zusatzsignale wieder an der Stelle.
Ach, das Fenster ist noch offen, deswegen ist es laut. Habe ich schon gewundert? Habe ich irgendwas an den Ohren? Habe ich die ganze Zeit gedacht? Nein, daran liegt es nicht. Oder das ist es zum Glück nicht. Kommen schon in die ersten Barken. Okay, wir sind in Gegenrichtung. Schauen wir mal ganz kurz. Ne, da kommen lange keine Signale. Was wahrscheinlich auch ein Grund dafür sein könnte, wieso gerade eben das Anfahrsignal halt erwartet angezeigt hat. Aufgrund des großen Blockabstands. Aber da hatten wir echt Glück, dass es genau in dem Moment nach oben geschalten hat, als wir uns in Annäherung befanden. Schneid, dass es einfach ist. Das ist ja Sichtweite. Ja, wir können es bei den Hektometertafeln sehen. So, jetzt ist hier 74,8. Ja, Sichtweite 200 Meter. Und mit 75 geht weiter. Genau. Sichtweite 200 Meter. Ja, im Notfall, wenn die Sichtweite so stark eingeschränkt ist, dass wir die Signaltafeln nicht mehr richtig erkennen können, dann muss natürlich auch die Geschwindigkeit gedrosselt werden. Aber in der Regel wird das dann direkt auch von der Fahrdienstleitung nochmal durchgegeben. Aber da muss es schon wirklich extrem stark draußen schneien, dass das nicht mehr erkennbar ist oder halt noch Nebel vorherrschen. Das muss echt krass sein. Ich denke mal, bei so einer Sichtweite von 10 Metern oder so, da wird es extrem kritisch. Ja, bis zu dem Punkt dann natürlich hin, wo irgendwann gar keine Fahrzeuge mehr rollen. Das geht natürlich auch. Also komplette Streckensperrung. Das hofft man immer besonders für die Reisenden nicht. Wobei das natürlich dann auch für die Güterzüge gilt. Allgemein gesagt, sämtlichen Verkehr. Das wäre dann eigentlich so der richtige Moment, wenn man mit einem Oberleitungsenteisungszug rumfährt. Da dann quasi das Schienennetz von Eis an der Oberleitung zu befreien. Weil die fahren ja so langsam. Ja. Und wenn man von vornherein sagt, okay, hier Streckenkilometer von bis, dann lässt sich das, denke ich mal, gut machen. Was ich übrigens auch letztens gesehen habe, als ich bei der Bahn im Intercity Express war, als Fahrgast hinten im allerletzten Wagen, da hing ausnahmsweise mal keine Lokomotive dran, die geschoben hat, und auch kein Steuerwagen, der quasi ja, vorausgeschoben wurde. Da konnte man richtig sehen, wie unten im Gleisbett, dazu muss ich sagen, das war eine elektrifizierte Strecke, so eine Art, naja, weißer, heller Streifen im Zickzack verlief. Ich konnte mir das erst überhaupt nicht erklären, woher das kam. Dann hat mir ein Bekannter erzählt, weil ich den mal daraufhin angesprochen hatte, ob er denn wüsste, woher das kommt, erklärt, dass das von der Oberleitung kommt, weil dort zum Beispiel bei ja, Schneeregen oder bei Regen sich das Ganze dann unten auf der eigentlichen Fahrspur, sprich im Gleis auf den Schwellen, abzeichnet. Oh. Ja, wir sind zu schnell. So, das war eine PZB-Zwangsbetriebsbremsung. Wird dann ausgelöst, wenn die Höchstgeschwindigkeit in der jeweiligen Zugart überschritten wird. Ist aber nichts Schlimmes, da musst du dann halt nur relativ zügig runterbremsen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei dem Zickzackmuster, was sich quasi auch an den Schienen unten abzeichnet. Das rührt halt daher, dass die Oberleitung genau im selben Schema aufgehängt ist, wie dieser Strich sich unten abzeichnet und kommt halt einfach von dem runtertropfenden Wasser, was dann da oben ja, sämtliche Stoffe auch noch von der Oberleitung mit rauslöst, der ganze Dreck, der da auch mit dran hängt. Ist ja nicht so, dass die komplett blitzeblank ist,
und dass dort jegliche Keimfreiheit herrscht. Also irgendwelche chemischen Stoffe, die auch runtertropfen. Sicherlich Partikel oder Rußbestände von Dampflokomotiven, aber auch von Diesellokomotiven irgendwelche Partikel, die da oben dran haften bleiben. Das zeichnet sich ja dann also unten ab. Oh, Langsamfahrt und 182 im Doppelpack. Servus, Kollege. Und wir sind wachsam. 1000 Hertz. Achso, hohe Abbremsung, okay. Na komm. Ich möchte gerne die Bremse noch ein bisschen stärker anziehen. Irgendwie funktioniert auch unsere Bremsanzeige nicht so richtig, merke ich gerade. So, 90 mit Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Sollte nicht auslösen, genau, hat es auch nicht. Okay, jetzt ist es steuerbar. Naja, komisch. Ja, die Einfahrt hier wahrscheinlich kurz vor Villingen. Mit Höchstgeschwindigkeit 40 km pro Stunde. Es sei denn natürlich, in Realität würde etwas anderes im Fahrplan drin stehen. Da wir aber keinen Fahrplan haben, müssen wir uns an dem Signalbegriff orientieren und der weist uns auf 40 km pro Stunde hin. Ja, laut Train Simulator darf hier zum Beispiel noch mit 130 gefahren werden. Ziemlich komische Signalisierung, die das erlauben würde. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Einfahrt in Villingen ja wahrscheinlich mit 60 erfolgen wird. Aber am Signal steht nichts anderes dran, also für uns 40. Ganz einfach. Da gibt es auch keinen Kompromiss, den wir eingehen können, dass wir hier auf 60 plädieren. Nee, wir haben uns da genauso gut an die 40 zu halten. So, hier ab dem Weichenbereich wird es dann wahrscheinlich auf 40 oder 60 umspringen. Oh, tatsächlich 40. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber auch gut. So, wir halten ja schließlich an. Machen wir mal das Fenster hinauf. Haben wir ein bisschen besser, was draußen vorgeht. Und ganz wichtig, dran denken, es wird Halt erwartet. Deswegen fahre ich jetzt auch ein bisschen langsamer in den Bahnhof ein. Sichtverhältnisse sind schon schlecht. Ich weiß auch nicht, ob dort irgendwie noch ein Kollege rumtanzt, irgendein Rangierer oder sonst wer. Hat außerdem nicht gerade die besten Bremseigenschaften, muss man ganz ehrlich sagen. Und Schnee, Eis, Kälte und Glätte helfen da auch nicht wirklich mit. Aber dran denken, die Fahrt ist hier nicht in Villingen zu Ende. Wir müssen weiter, und zwar bis Donaueschingen. Das sind nochmal satte 14 Kilometer. So, Köpfchen zum Fenster raus. Dann möchte ich mir von DB Railion mal die 145 ganz kurz unter das Auge nehmen. Was für eine schöne Lokomotive. 145-049-2. Na, da vorne, genau. Es ist ein Formsignal, was uns vorgesetzt wird. Was daher rührt, dass es ein, naja, mechanisches Signal ist. Die werden in Deutschland als sogenannte Formsignale bezeichnet. So, der 500 Hertz Leuchtmelder ist dann wegabhängig geschalten. Das ist ja auch cool, sehe ich gerade zum ersten Mal. Da haben die hier direkt am Prellbock das Gleis 5 Schild drauf gemacht. Cool. Ja, da braucht es nicht extra nochmal einen Aufsteller. Eigentlich ganz klug gelöst. Und wieder dort vorne von SBB Cargo. Ach, noch eine 482016-3. Na gut. Im Train Simulator können halt die Lokonummern auch doppelt vergeben werden. So, wenn wir dann die Bremsen wieder anziehen, dann hören wir es kreischen gleich ganz schön. Ja, geht schon los.
Ah, hier drüben das Fenster können wir nicht noch aufmachen. Naja, eins reicht ja auch. So, wir springen mal nach draußen. Ach, schade. Das Kreischen wird gar nicht lauter hier bei den Wagen. Weil gerade die Wagen, die von Virtual Railroads bei der Strecke hier mitgeliefert werden und von Trains in Germany, die haben nochmal so ein richtiges, na, ich sag mal, Abschlusskreischen. Ah, nee, das City würde ich hier noch überholen. Du hast etwas Aufenthalt. Alles klar. Die Puffer sind aber auch ein bisschen komisch, ne? Ach, die sind hier im Verbund. Okay. Das sind quasi Doppelwagen, sag ich mal. Die sind fest miteinander verkuppelt. Außer dann, ja. Nach zwei Wagen scheinbar immer. Ja, alle zwei Wagen kommt eine normale Schraubkupplung. Und dazwischen befindet sich halt immer noch mal so eine, naja, ich sag mal, feste Kupplung oder feste Puffer halt. Und wieder schön die Spanndrähte. Oder Stelldrähte. Damit können dann quasi die Formsignale hier bedient werden. Die verlaufen dann so, ja, unten in den Boden rein. Dafür sind dann hier auch diese Spannkabelschächte, sag ich mal. Oder diese Spanndrahtschächte, ich glaube, so heißen die richtig. Die verlaufen dann unter der Erde, unter den Schienen durch, nach drüben, bis zu dem Signal hier. Und ja, durch das Signal, oder unter dem Gleis drunter durch, bis zu dem Signal hin. Und dann wahrscheinlich ja hier drüben nochmal, entsprechend bis zu dem. Und über diese Stelldrähte wird dann halt angesteuert, ob jetzt sich zum Beispiel der Flügel oben senken oder heben soll. Meinetwegen dann auch hier vorne in Kombination dazu. Ja gut, wir haben jetzt hier keine Doppelflügel. Doch, das sind doppelflügliche. Also wir haben ja jeweils zwei Flügel an dem Signal oben dran. Das wird dann unter anderem darüber auch mitgesteuert. Ich weiß gar nicht, haben wir hier auch Spanndrähte? Ich glaube nicht. Wobei doch, hier unten ist auch irgendeine Art Seilzug. Kommt drauf an. Die werden modern schon nicht mehr mit Seilzug bedient, aber da gibt es unterschiedliche Ausführungen. Da sieht mir jetzt auch ein bisschen nach sehr wenig Spannträgen hier aus. Normalerweise sind das dann eigentlich mehr. Also mit ansteigender Signalzahl werden es dann halt auch mehr Spannträge. So, da kommt die Hohenzollerische Landesbahn AG mit ihren RS1-Triebwagen. Sprich Baureihe 650. Die fahren dann mal fix auf Gleis 5 ein, oder? Ne, auf Gleis 6 wahrscheinlich. Ja, der RS1 von Stadler. Oder Stadler Rail Systems, besser gesagt. So lautet ja der korrekte Name für die Fahrzeugabteilung Schiene. Und hinten dran am Intercity die 101er in Bundespolizeilackierung. Die Deutsche Bahn gratuliert 60 Jahre Bundespolizei. Direkt daneben noch hinten eine Kelle dran. Okidoki. Dann sollten wir uns schon mal abfahrtsbereit machen, denn nach dem Intercity dürfen wir wieder raus auf die Straße. Auf die Schiene, nicht auf die Straße. Bremsen lösen. Nur die Lokbremse, die wir mal anziehen. Das genügt. Hintergrund an der Stelle ist, dass die Lokbremse sich viel schneller löst als die Zugbremse im gesamten Zugverband. So, wenige Sekunden warten und dann wird die Ausfahrt gestellt. Dann geht der Flügel hier oben nach oben, der hier wird schräg und das Signal hier unten, das stellt sich dann auch so schräg rein. Das Gleissperrsignal. Na, wann kommt's? Da hinten müssen wir es dann auch mal sehen an dem anderen Gleissperrsignal, dass da der Fahrweg freigeschalten wird. Genau, schaltet auf weiß, hier oben auch frei und dann hier unten das auch noch. Supi. Lokbremse lösen, Lokbremse ist gelöst. Ja, und bei der Zugbremse, da ging das, oder ginge das auf jeden Fall langsamer, wenn wir die jetzt erst gelöst hätten. Und so kommen wir halt viel schneller aus dem Bahnhof raus und holen somit auch wieder ein bisschen Zeit auf.
dafür, dass wir schon nicht so schnell anfahren. Einfach dem Schnellgang geschuldet. Da haben wir natürlich Leistung einzubüßen. So, der 500 Hertz Gleismagnet sollte sich gleich deaktivieren. Oder nicht Gleismagnet, Leuchtmelder, sorry. Da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Der müsste halt an der Stelle wegabhängig geschalten sein, sodass der erkennt, okay, das Triebfahrzeug ist jetzt am Hauptsignal vorbei. Der TF hat wahrscheinlich auch den Fahrtbegriff wahrgenommen und die damit verbundene Geschwindigkeit. Dementsprechend kann der 500er wieder deaktiviert werden. Der ist halt vor allen Dingen dahingegen nützlich, dass zum Beispiel, wenn der Zug an einem Bahnsteig angehalten hat, das Hauptsignal ist aber außer Sichtweite, meinetwegen durch eine enge Kurve oder ähnliches, der Zug dann wieder anfährt, er aber als Lokführer vergisst, dass er meinetwegen nur 40 km pro Stunde fahren darf als Ausfahrtsgeschwindigkeit oder überhaupt auf ein Halbzeitensignal zufährt, dann würde halt der 500 Hertz Gleismagnet nach einem Stillstand bei 25 km pro Stunde eine Zwangsbremsung auslösen. So, 130 dann hier draußen wieder auf der freien Strecke. Das nächste Vorsignal zeigt auch wieder freie Fahrt. Dann können wir an der Stelle den Leistungswahlschalter oder das Leistungswahlrad auf 15 hochdrehen. Auch wenn man das in Natura ein bisschen langsamer macht. Und dann wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Ab die Post. Die Baureihe 218 selber in der blau-beigen Lackierung, wie wir sie heute fahren, und auch in der verkehrsroten Variante, wie wir sie heute einige Male gesehen haben, ist bei Virtual Railroads erhältlich, genauso wie die Strecke Konstanz-Villingen. Und der Streckenabschnitt Hausach-Villingen, der ist dann von Transam Germany als Erweiterung zur Strecke Konstanz-Villingen, welche auch für diese Zusatzerweiterung benötigt wird. Alles zu finden auf den jeweiligen Herstellerwebseiten. Jo. Auch hier wieder freie Fahrt. Und für uns jetzt als Höchstgeschwindigkeit 120. 11 Kilometer noch bis Donaueschingen. Und auf vor Donaueschingen wird dann. Ja, dort haben wir auf jeden Fall dann KS-Signale wieder. Die kündigen uns dann den Halt an. Oder zumindest eine Langsamfahrt. Weil ja eben dann auch der Kollege Abdonau-Eschingen auf der Höllentalbahn dann übernimmt. Wundert mich sowieso, dass die den Güterzug über die Höllentalbahn schicken, aber gut, dafür ist die Bahnstrecke ja auch da. Dass die Züge eben drüber rollen. Da findet halt tagtäglich ziemlich viel Personenverkehr statt, deswegen war mir das jetzt so ein bisschen, unangenehm wäre das falsche Wort, aber ein bisschen. Außergewöhnliches Gefühl. Ja, komm. Leistung, Leistung, Leistung. Wir müssen die Leistungsstufen wieder langsam runterschalten. Ja, jetzt wird es wieder langsamer. Also eine Fahrstufe wieder nach oben schalten und das Ganze dann so ein bisschen damit ausparieren. Zwischen 12 und 13 muss man dann also wechseln. Und wieder runter. Aber wie gesagt, bei 125 löst dann sonst wieder die PZB eine Zwangsbetriebsbremsung aus. Wäre jetzt nicht so schön. Und wir dürfen ganz runter drehen. Auf Null. Halt warten. Ja, super. Fahrstufe 12, 13 wieder vorwählen. Wir haben aber heute auch ein riesiges Glück. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Jedes Mal dann, wenn wir uns auf ein Vorsignal zubewegen, was halt erwarten zeigt,
springt das Zimmer fast sofort wieder um auf freie Fahrt. Was natürlich zu unseren Gunsten ist, ne? Ich möchte mich da nicht beschweren. Und nochmal eine RS1 Doppeltraktion von der HZL und zur Lausche Landesbahn AG. Sind wir ja auch schon gefahren. Sowohl im Train Simulator hier, als auch in Zusi. Und ja, für all die Zusi-Fans, es kommt auch bald mal wieder was von Zusi. Aber der Streckenpool im Train Simulator ist halt aus meiner Sicht wesentlich größer und vor allen Dingen auch von der Grafik her. Muss ich einfach so sagen, da stehe ich voll und ganz hinter dem Train Simulator. Viel schöner. Für TSW, da wäre es jetzt echt mal geil, wenn wieder oder wenn mal wieder eine neue Strecke rauskommt. Der Streckenpool im TSW ist ja auch schon relativ groß geworden, muss man einfach sagen. Gerade was deutsche Strecken auch angeht. Die Main-Speisertbahn ist ja richtig geil geworden. Das war auch so ein persönlicher Wunsch von mir. Wenn auch eigentlich mehr für den Train Simulator, weil man dann halt auch als Endbenutzer die Möglichkeit hätte, dort selbst was zu editieren. Und solange DTG da noch keinen Editor veröffentlicht hat, ist es sowieso schwierig, da irgendwas, ich sag mal, zu managen. Ja, Schnellbremsung möchte ich nicht. Nur eine Vollbremsung. Bedenke, wir müssen auf unter 75. Und bei der 218er müsste es auch eine mehrlösige Bremse sein. Demzufolge sollten wir kein Problem damit bekommen, dass wir hier schon langsam ausgelöst haben. Super. 1000 Hertz ist erloschen. Können wir leicht beschleunigen. Bis die Motordrehzahl hochgegangen ist, sind wir an der... Was denn jetzt? Ich habe die 75 noch nicht überschritten. Das ist jetzt fies. Der hätte erst bei 75 auslösen dürfen. Da wird wahrscheinlich... Kann das sein? Dass da ein Skript drin ist von einer normalen PZB. Also sprich PZB 90, dass die auf 70 überwacht. Und nicht auf 75, wie es hier steht. Die Möglichkeit besteht natürlich. Na gut, Bremse ist gelöst. Laut der Anzeige. Die ja sowieso nicht so richtig funktioniert. Na gut, dann neu anfahren. Woran das jetzt genau schlussendlich lag, kann ich hier nicht genau sagen. Aber es müsste eigentlich... Also die Lokomotive hätte eigentlich weiterfahren müssen. Ich habe ja auch angemerkt, dass ich, wie gesagt, die Beeinflussung aufgehoben hätte mit der Feuertaste. Aber da wir noch längst nicht an der Signalisierungstafel für die Geschwindigkeit waren und auch noch längst nicht die 75 erreicht hatten, hatte ich da jetzt noch nicht die Notwendigkeit dazu gesehen. Na gut, das nächste Mal befreien wir uns einfach schon davor, beziehungsweise schon dann, wenn wir halt die Leistung aufschalten. So, vor uns jetzt hier wieder im Simulator der Spezialfahrer. Wir schalten einfach auf 150 hoch. Nicht auf 150, auf Fahrstufe 15. Wo leben wir denn hier? 150 mit der 218? Nee, da hätten wir ein Problem. Da hätten wir ein gewaltiges Problem. Uiuiui. Auf 30. Ja, wir lassen die Lokomotive mal noch beschleunigen, auf 60 ungefähr. Und dann drücken wir die Wachsamkeit. Die Wachsamkeitstaste müssen wir jetzt schon drücken, aber... So, hier in Ruhe noch den Motor auslaufen lassen. Wie gesagt, wir werden hier normalerweise mit einer Zielgeschwindigkeit von 70 respektive 80 lang gekommen.
ein bisschen mehr Zeit zum Abbremsen. Auf 30, das ist auch krass. Und dann fangen wir mal an. Der 500er dürfte jetzt nicht aktiv sein. Deswegen hier die 40 weiter behalten und wenn wir dann das Signal so langsam sehen oder das Signal im Gegengleis, dann bremsen wir ein Stückchen weiter runter. Der Vorsignalwiederholer hier an der Stelle nochmal. Wird auch natürlich nochmal quittiert. So, hier kommt der 500er. Genau, und dort vorne das Signal mit Halt erwarten. Und demzufolge dürfte das dann auch schon Donaueschingen sein. Wobei, das sieht aus wie... Na, wir gucken gleich mal. Müsste Donaueschingen jetzt sein. Wachsam. Ich hätte jetzt nämlich auch auf Singen Landesgartenschau tippen können. Ist es zum Glück nicht. Sonst hätte man ein Problem gehabt. Dann wären wir nämlich ein bisschen zu weit gefahren. Übrigens, dieses Geklackere hier im Führerstand, was du hörst, wenn der 75er-Leuchtmelder hier blinkt, kommt daher, dass sich im Hintergrund eine Relaischaltung darum kümmert, dass dieses Signal oder diese Leuchtmelder eben aufblinkt. Und jeder, der die Funktionsweise eines Relais kennt, der weiß, dass in der Regel da halt ja, Geräusche auch ausgelöst werden. Besonders dann eben, wenn die Relais etwas älter sind, desto lauter hört man die auch in der Regel schalten. So, noch hier wieder drauf achten. Der 500 Hertz Gleismagnet wird aktiv sein. Einfach weil wir hier zum Stehen kommen sollen, vor einem HP0 zeigenden Signal. Ich würde jetzt zu gern wissen, ob wir wirklich vorne direkt am Signal anhalten sollen oder ob wir noch ein paar Meter davor halten müssen. Ich glaube, so lang ist das Gleis gar nicht, dass wir das gespannt haben. Auf jeden Fall das rote Lämpchen hier oben. Oder die beiden roten Lämpchen, insofern das wieder ein Doppelrot ist, sind für uns heute das Schlusslicht im wahrsten Sinne des Wortes, denn dort endet unsere heutige Fahrt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben von dir freuen. Sehr, sehr gerne kannst du natürlich auch den Kanal abonnieren, wenn es dir gefällt. Schon wieder? Ganz ehrlich, wir waren bei 25. Na gut, eine kleine Zwangsbremsung auch noch zum Schluss. Wir stehen eigentlich auch schon im Gleis drinne. Von daher würde ich sagen, beenden wir das Video mal an der Stelle. Wir sind heute ein paar viele Zwangsen geworden, zwei Stück. Eigentlich sehr ungewöhnlich, aber okay. Liegt vielleicht einfach ein bisschen heute auch an der Lokomotive, wer weiß. Ja, viele Zwangsbremsungen, das als Zusammenfassung. Ansonsten würde ich mal behaupten, sind wir ein bisschen zu schnell gefahren an einigen Stellen. Aber im Großen und Ganzen war es trotzdem eine echt wunderbare Fahrt. Es hat mir viel Spaß bereitet. Wenn es dir genauso erging, wie gesagt, schau mal bei der Lokomotive bei Virtual Railroads vorbei. Gib ein Däumchen hoch, ein Abo. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.